Folge 11b. Der verhängnisvolle Schlagrahmen steht heute auf dem Programm. Und der Eder, der erklärt am Beginn von der TV-Folge gleich ganz wunderbar, wie genau das funktioniert, dass ein Schlagrahmen so richtig schöner Schaum wird. Und wie genau es das funktioniert, dass bei einem Bier so ein richtig schöner Schaum zustande kommt. Der sich dann vielleicht auch noch ein bisschen so im Schnurrbart verfangt. Des erklärt euch jetzt. Der Dida. Hallo, Dida. Ja, kriegst die gut, Olli. Grüß euch gut, liebe Leute da draußen. Grüß euch gut bei Pumukles Sturschädel. Ja, Olli. Heute Schlagraum, oder? Letzte Woche Chips, halt Schlagraum. Schauen wir mal, geht's kulinarisch weiter auf jeden Fall. Du, aber letzte ja, Woche. Also ist es. <laughs> Letzte Wochen, was war denn da schon wieder los mit meinem Mikro? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe zuerst auch der, der Dennis äh, knistert mhm. mit den Chips, aber es war doch irgendwo was, äh, hat wieder nicht ganz gepasst. Ähm, dafür entschuldige ich Du vielleicht uns, heimlich natürlich. ein bisschen geknistert, oder? <laughs> ja, nein, ich, ich glaube, dass du auch heimlich Chips geknistert hast. Nein, ich weiß nicht. Ich habe halt mein, mein Handy einmal ganz weit weggelegt, weil vielleicht hat auch da irgendwas äh, äh, interferiert. Ja. Keine Ahnung, hm. weiß ich nicht. Verzeiht du, ähm, uns das, aber macht nichts. Wir, ähm, wir haben dafür eine sehr, sehr gute Nachricht für euch ähm, und Dieter. Ähm, apropos, bevor wir zur guten Nachricht kommen, ähm, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber es gibt ja ein altes Podcast-Gesetz und das lautet: Wenn die Reds in einem Podcast Chips verzehren, holen wir beim nächsten Mal einen seriösen Herrn. Und ähm, das ist die wunderschöne Überraschung für euch, denn <laughs> viele von euch kennen ihn bereits und ähm, deswegen begrüßen wir jetzt auch gleich wieder mit deiner Erlaubnis. Auf jeden Fall, ja, hol, hol ihn einmal rein, ja, unseren Gast, unseren, unseren heutigen. Ja, unseren lieben Freund und Hörspiel-Sachverständigen möchte ich fast sagen, ja, der am Mikrofon ähnlich versiert ist wie der Eder auf der Hobelbank und Wahrscheinlich schleift. Man kann fast sagen, er schleift eigentlich die Wörter wie der Eder äh, die, des Holz. So vielleicht. Ja? Also, lieber Thomas von drei fragezeichen podcast die Zentrale. Komm ein einmal zu uns ins, ins, ins in die schöne äh, Sturschädel-Werkstatt. Ähm, ich grüße euch, einen schönen guten Abend. Schön wieder hier zu sein. Und äh, also Olli, du bist ja ein, ein Schambolzen. Also es wird ja immer besser. Ne? Ich bin ja schon ganz rot. Ne? Ja, schön. Schön wieder hier zu sein. Das letzte Mal an meinem Geburtstag. <laughs> deswegen, äh, die gute Nachricht ist: heute habe ich nicht Geburtstag. Also, deswegen, nicht, dass ihr wieder denkt, irgendwie, ach, der hat ja nichts zu tun. Nein, ich freue mich sehr über die Einladung und schön wieder bei euch zu sein. Ja, wir freuen uns auch sehr, lieber Thomas. Es ist immer mir eine Riesenfreude, mit dir gemeinsam aufzunehmen. Und ähm, wir werden uns da wieder sicher sehr, sehr viele Kleinigkeiten ähm, finden, über die wir reden können. Wobei wir ja im Vorgespräch schon gesagt haben, sie kommen ja eigentlich aus, aus der Bude, ja, das mal gar nicht aus dem Haus, aus der, ähm, aus der Wohnung hauptsächlich. Und ähm, dementsprechend ist der Plot äh, <laughs> überschaubar. Aber ja. Es, es, es gibt sicher viel Gaudi, die wir besprechen werden, <laughs> oder, Dieter? Da? Genau, das werden wir dann eh ähm, in der heutigen Folge werden wir das alles besprechen. Ole, ähm, du hast es schon erwähnt, heute äh, der Folgentitel äh, Der verhängnisvolle Schlagrahmen. auf der LP-Version hat es nur Carsten Punkel und die Schlagsahne. Äh, das war äh, bei der, ja, bei, bei der, bei der äh, Emi LP-Serie. Warum glaubst du, haben sie es dann geändert auf Schlagrahm? Boah, ja, ich habe jetzt wirklich. Bist Keinen, du überfragt, oder? Keine ist Idee. Das, Kein, ja, bin ich überfragt. Ist, ist ist das bayerischer, oder? Ist Schlagsahne nicht so gut äh, ankommen im im süd, äh, südlichen mhm. äh, deutschsprachigen Raum? Deutschland. <lacht> <lacht> Ja, möglicherweise ist das der Grund, wobei der, der Eder ja dann gleich mal erklärt, was ein er, was er, was er Schlagsahne ist. Und da spricht er ja dann eigentlich auch wieder vom Rahmen in der TV-Folge zumindest. Hm. Ja, ja nein, also in ja, der Radio-Folge hat es Schlagrahmkassen dann eben bei, bei, der, bei der Buchgeschichte und bei der LP-Version, da hast du Pumkel und die Schlagsahne. Und ich Ole, ähm, oder wir zwei, wir sind ja äh, Österreicher und da sagt mir eine nicht Sahne, oder? Das ist ein Schlag. Man sagt auch nicht Schlag, Schlag, Schlagrahmen, sondern so ein Schlag. Wird geschlagen. Na, Schlag obers, ne? Ja, aber in der geschlagenen Form ist es dann nur mehr Schlag. Ach so. Ah ja, hm. stimmt da wieder, ja. Weil, ja. Ne, schon einiges dazu gelernt. Es ist einiges schon wieder, genau. Das war, glaube ich, eh schon das heutige Infothema, ja. Genau. <laughs> du, ähm, Oli, dann lass mir aber gleich äh, dich... Äh, Lass mich dich fragen, womit hast denn du heute eingestimmt auf die Folge? Also ihr ein bisschen etymologisch, mit wo kommt, kommt der Folgentitel her? Womit hast du die eingestimmt? Mhm. Naja, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Es gibt ein Lied vom Nino aus Wien. Und das ist ein wunderbarer Musiker, ein Liedermacher aus Österreich. Der Wiener Lieder neu interpretiert oder neu sich ausdenkt. Und eines davon, das haben wir jetzt noch angekocht, hast Schlagobers Koch. Wirklich? Großartiger Song. Der singt über Schlagobers. Wirklich. Ah, ja, ja, das kenne ich noch voll gar nicht. gut. <laughs> Sehr mhm. gut. Ich, ich kenne nur Fußball schauen von Nino aus Wien. <laughs> ja, das ist auch gut. Und das, das werden wir im Sommer wieder machen. Sehr gut. Ja, äh, in Thomas haben wir auch dabei. Äh, Thomas, du hast die äh, auf das Hörspiel, hast du gesagt, äh, auch vorbereitet. Hast du heute, was hast du <laughs> heute vom dem Podcast äh, gemacht? Wie hast du die in, in Podcast-Stimmung gebracht? Heute habe ich einen äh, längeren Spaziergang gemacht, beziehungsweise ähm, ich wohne in Berlin, wie man weiß, und ich bin heute ein bisschen, weil da ich Urlaub habe, an der frischen Luft gewesen und bin zum Wannsee gefahren. Und vom Wannsee aus dann nach Stahnsdorf. Das ist dann bei mhm. Berlin. Und unter anderem habe ich dabei auch diese Folge gehört. Ähm, und jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir uns hier ähm, online getroffen haben. Aber wie gesagt, mehr zur Kenntnis genommen als, als leidenschaftlich gehört, möchte ich, es. <laughs> möchte ich es nennen. Das reicht für einen Recken wie dich natürlich. Unabhängig davon. Unabhängig davon, dass der Wannsee ja sogar äh, eine Rolle spielt bei Pumukl und die Schule. Also von daher hast ja zusätzlich zu dem, dass du Pumukl am Wannsee gehört hast, ja auch noch das mit reingebracht. Also da dieses mhm. Flair ja, klar. Des, äh, der <laughs> Pumukl- und die Schule äh, folge also wenn, eigentlich nebenbei noch aufgesaugt. Wenn, dann war ich noch Gedanken bei unserer letzten Besprechung, unserer gemeinsamen Besprechung, nämlich der, der Geist des Wassers. Ah ja, stimmt. Ja, dann. Es, es läuft alles zusammen. Das ist ja wunderbar. So. Ja, also starten mal rein, oder? Mhm. Liebe Leute. Ja, starten wir mit dem mhm. Lieblingszitat ähm, der Folge. Äh, Thomas, hast du ein Lieblingszitat bei mhm. Der verhängnisvolle Schlag? Hast du dir eins herausgepickt? Ich habe mir eins herausgepickt und das ist auch sehr lang und es ist auch ziemlich zu Beginn der Folge und stammt natürlich vom pumuckel selber der nämlich begeistert seine Finger in den Schlagrahmen äh, ja, äh, weiß nicht mancht und 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 das abschleckt und der Eder ihm das ja da schon ausreden will, nee nee nee, so viel ist nicht gut, ja und dann sagt er, von sowas Gutem wird es einem gut und von sowas Besseren wird es einem noch besser und von am, vom Allerbesten wird es einem auch am Allerbesten. Altes Koboldsgesetz, also übersetzt viel hilft viel, habe ich mir so gedacht. Eindeutig, finde ich ja Find ihr voll. Voll das gute äh, Zitat, beziehungsweise die, eine, eine richtig gute Logik vom, vom Pumuckl. Da habe ich <laughs> sehr lachen müssen. Mm. Deswegen. Olli, ich vermute mal, dass du dein Lieblingszitat wieder auf deinem Soundboard drauf hast. Drum, richtig, mm. oder? Richtig. <laughs> Dann lass mich vorher bitte mein Lieblingszitat vortragen, ja. weil ich interpretiere es immer recht gern. Und zwar, mein Lieblingszitat ist diesmal... Erst, die ersten zwei Sätze der Folge. Und zwar kann man dir vom Erzähler, sagt mal, es ihr eigentlich auch so gerne Sahne? Ist ja auch was Gutes, weil sie so weich über die Zunge rutscht. Und ich habe das so lustig <laughs> gefunden, ich kann es leider nicht so nachmachen. Aber wir werden nur darauf zu sprechen kommen, es gibt zwei Erzähler <laughs> und da. Der Erzähler von der LP-Version, der macht es hervorragend. Und der August Riel versucht hört es euch das wirklich einmal an, liebe Hörerinnen und Hörer. Er, er versucht es exakt genau gleich so nachzusprechen. Und gelingt dem auch sehr gut. Es ist echt lustig, dieses, ähm, äh, ja, dieses Schlemmergeräusch. Hat mir sehr gut gefallen. <laughs> Das stimmt, das ist wirklich sehr lustig. Ich habe dann ähm, noch als Kostprobe später dann äh, für euch äh, noch diese, diese neue Erzählerstimme, die da auf der ja. MP bei der beim Alfred Pankratz vorkommt. Und äh, mal schauen, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Stelle es ist, aber möglicherweise kommt es dann vor. Mal schauen. Ja, wobei also du jetzt so gesagt hast, äh, weil äh, in dieser Folge der Alfred Pankratz nicht vorkommt. Es kommt der Harald Leibniz als Erzähler vor und auch in der LP-Version, Ole, ist der Meister Eder, der Gustl Bayerhammer. Oh, okay. Mhm. Ne, da hast du jetzt tatsächlich auf frischer Tat ertappt. Ähm, ich habe ähm, mir ja. die, so die Radio-Version mit Pankraz, <laughs> wieso so oft, ja, Radio-Version mit Pankraz <laughs> und das Hörspiel mit Bayerhammer und die TV-Serie ah. habe ich auch gesehen. Nur die LP, zu dem äh, ich, also ich habe dann mir dann diese Erzählerstimme natürlich angehört, weil du hast mir ja das äh, vorweg... Netterweise schon mitgeteilt, Und mm. das haben wir natürlich auch hören müssen. Aber ich habe mir dann die Folge angeguckt, weil das ist da, du gesagt, sie ist sehr, sehr ähnlich der neue Hörspielenfolge. Sehr, sehr ähnlich, ja. Ja, Ole, hau raus ja. dein Lieblingszitat. Ja, okay, es ist äh, aus der Pankrats radio version André Franz, wo bist du denn? Ah, ich komme schon, Fritzl, ich bin im Bad. Mama hat gesagt, du gibst mir Tropfen. Ja, da habe ich schon. Wie geht's dir denn? Ein bisschen Kasi schaut du dir aus. Alles ah, schon wieder vorbei. Ui, ist dieser ein Schnaps? Ja, da, nehmen wir nur gleich. Komm nur her. Alles sehr scharf. Oh. Aber gut. Ja, so, jetzt wird alles gleich wieder vorbei sein. Passa so, also, doch ist dieser Schnaps. Ja, da, nehmen wir nur gleich. Also, nehmen wir gleich. <laughs> um ein Zitat herauszunehmen. Mm. Es hat am Ach, Anfang ein bisschen gekracht. Ich ja. hoffe, das ist jetzt nicht auf der, auf der Spur auch so drauf. Ich hoffe, das war nur da bei uns im. Im, in der Videokonferenz. Aber ja, ja. das glaube ich ist auf der Spur nicht drauf, weil bei mir hat ja es genau klar wie Kloster, klar wie ein Obstler. Okay. <lacht> <lacht> Exakt. Naja, nachbearbeiten macht auch Spaß für einen Podcast. Nichts ne? <laughs> nix nix wird noch bearbeitet. <laughs> okay. Sehr gut. Ihr äh, wunderbares Zitat, Oli. Ähm, ich glaube übers Cover können wir drüber springen, oder? Das hat sich nicht geändert. Ähm, es ist die B-Seite von Pumuckl und die Angst und Cover haben wir schon besprochen. Mhm. Lass uns zur Rollenbesetzung kommen. Also die Folge ist ja sehr ähm, spartanisch wieder mal wenige handelnde Personen. Die einzigen, die heute vorkommen, äh, und zwar ähm, jetzt bei der MC-Version. Ist halt die äh, Cousine vom Meister Eder, die Cousine Irma, das ist die altbekannte Katharina de Bräun. und der Sohn äh, Fritzel, beziehungsweise dann der, der ähm, Neffe vom Eder, ja, oder? Neffe zweiten Grades. Mhm. Der Fritzel ist der Flori Halm, den wir auch schon kennen. Ist auch zum ersten mhm. Mal äh, schon bei das verkaufte Bett vorgekommen. Genau. Und, Und auch äh, ähm, beim, beim Geist des Wassers, oder? Naja, ja, freilich. Also alter Bekannter von Thomas. Thomas natürlich, ja? der, der Florian. Ja, ganz ja, alter Bekannter. <laughs> ja. Genau. Aber wen wir noch nicht kennen, das ist eben der Harald Leibniz, der äh, den Erzähler macht bei, ähm, bei der LP-Version. Und zwar ist der in die Rolle des Erzählers geschlüpft ab Folge 34 bis zur. Folge 39. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, warum da der August Riel immer Erzähler war. Ähm, vielleicht machen wir das nochmal. Ähm, aber zumindest ab da ähm, gab es einen neuen Erzähler. Thomas, äh, sagt dir der Harald Leibniz irgendwas? Ist der als Sprecher auch in, in deinem Hörspielkosmos irgendwo schon mal aufgetaucht? Wenn ich mich jetzt nicht ganz doll irre, bin ich der Meinung, dass Harald Leibniz... Damals für äh, die Unendliche Geschichte, da gab es drei Kassetten richtig. von Karussell und da war er der Erzähler. Genau, ganz richtig, ja. Also, er ist ja. Erzähler äh, bei Die Unendliche Geschichte, auch bei Momo, ähm, auch von Michael Ende. Bei äh, Jim Knopf und Die Wilde 13 war er auch Erzähler. Und er war in der in der Fernsehserie äh, Peterson und Findus, da hat er den, den Peterson gesprochen. Genau. Also war doch auch ein als Sprecher tätig und nur für mehr natürlich als, als Schauspieler. Also da, da kennt man auch. Also äh, mir hat der Name jetzt nichts gesagt, aber wenn man dann die Fotos googelt, ähm, dann, dann kennt man natürlich. Also vor allem auch in, in so in die klassischen Serien bei Derrick war er dabei und so weiter. Also. Ein bekanntes Gesicht. Ganz toll übrigens bei der äh, Hörspielumsetzung von der unendlichen Geschichte. Da spricht ja niemand anders als Captain Kirk, also hier der Gerd Günther Hoffmann, den Herrn Koriander. Ganz toll. Gerd Günther Hoffmann, ähm, da ist gerade mein Bruder, der ja ein großer Synchronsprecher-Nerd ist, ähm, dran, eine Biografie zu schreiben. Und <laughs> ist auch Charme und äh, interagiert sehr, sehr viel mit dem Sohn von Gerd Günther Hoffmann momentan. Wirklich. Sehr, sehr cool mhm. Mhm. Ja. Äh, ja, und eins noch, Ole, weißt wo wir in Harald Leibniz, woher wir ihn auch kennen, auf jeden Fall, weil da weiß ich, dass du den Film gesehen hast. Von die Butterkekse. ja nicht ganz. <lacht> sondern <lacht> von der Ölprinz, Olle, äh, karl may verfilmung hat da mal, wen er dort gespielt das hat. Sind wir hatten. wieder beim Gerd Günther Hoffmann, ne? Ah, ja, ja. Beim das Lex. ist ja alles unglaublich. Obwohl es stimmt nicht, weil da, da war ja der old Schuhhändler. Und der Harald Leibniz hat den Ölprinz gespielt, den bösen Olli. Thomas, Olle, lasst mir mal, damit jetzt äh, unsere Hörerinnen äh, und Hörer nicht verwirrt sind, ähm, dass, damit wir mal alle gemeinsam in die Geschichte reinfinden, ja, weil jetzt haben wir schon so viel geredet von äh, allen möglichen äh, Aspekten. Welche Geschichte? Lasst mir, <laughs> <laughs> mir mal kurz den, den Handlungsstrang erzählen. Und Oli, du wirst begeistert sein, weil es ist. Äh, ich ähm, ich lasse wieder ein bisschen was offen am Schluss. Und zwar. Es <laughs> ist so gut. <laughs> ja. Und zwar, worum geht es denn heute bei Der verhängnisvolle schlagramm Ja, Edas Cousine, die Irma, kommt mit ihrem Sohn Fritzel und ihrem Dackel zu Besuch. Und der Meister Eder bereitet den Nachmittagskaffee vor. Und eben ganz klassisch mit Kuchen. Und Schlagsahne oder Schlagrahmen, wie wir schon eruiert haben. Der pumukel kennt aber keinen Schlag, äh, er ist aber fasziniert und will unbedingt davon essen. Aber nachher, sagt der Eder. Ja, der pumukel muss zuerst einmal warten. Und nach dem Kaffee trinken, als dann das Geschirr mit der restlichen Sahne, die für den pumukel bestimmt ist, in der Küche landet, da freut sich der Pumukel und will zu Schlemmen anfangen, aber er wird gestört und zwar. Thomas Olli, eben vom Fritzel und von dem Dackel, die tauchen in der Küche auf und beginnen dann selber die Schlagsahne aufzuschlecken. <lacht> <lacht> und ja, als Eda und äh, seine Cousine das bemerken und auch unterbinden, da ist der Pumuckl nur in Windeseile, zwei Portionen Schlagsahne und freut sich zuerst, hört aber dann ein Gespräch über's Schlechtsein von zu viel Schlagsahne und da bekommt er gleich ein flaues Gefühl im Magen. Und als dann der Fritzl auch noch Bauchweh und ihm der Eder einen Magenbitter verabreicht, da will der Pumuckl dann auch sein Wohlbefinden durch einen kräftigen Schluck aus der Pulle sicherstellen und wegen dem scharfen Getränks beginnt der Pumuckl aber dann sehr stark zu husten und stiftet jede Menge Verwirrung. So, und die Verwirrung werden wir jetzt auflösen in unserer Analyse. Lasst uns rein starten. Ja, toll. Toller Plot, Dieter mit Hall. Hätte es mir nur ein bisschen besser gefallen. Na, bitte kein Hall. Wir sind, wir sind nicht beim Schloss gespenst, aber sonst war es wunderbar. <laughs> Ja. Wenn ihr Podcasts mit Hall mögt, dann empfehle ich die Leslie Nielsen-Ausgabe von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Das ist, da da ja. habe ich ähnlich, ähnlich diese Plott-Vorlesestimme mit Hall. Ah, das ist was Ehrliches. Das ja, ist einfach, da lebst du sehr, dein ne? Spielzeug aus. Da lebe ich absolut. Das stimmt. Okay, ja, passt. Wir starten äh, in der Küche, würde ich sagen. Ich kann euch doch äh, gleich mal, äh, äh, weil ich es vorher gerade ähm, angekündigt habe, ähm, den Erzähler, die Klangfarbe, wie der Thomas gesagt mhm. hat, des Erzählers einmal anspielen. Kurz, bitte. Esst ihr eigentlich auch so gern Schlagsahne? Ist ja auch was Gutes, weil sie so weich über die Zunge rutscht. Hm. <laughs> Aber man muss schon... <laughs> Fantastisch Ja, super, aber es ist tatsächlich genau richtig angesetzt Ja hm. <laughs> Ja ähm, Thomas, was sagst du zu, zu so einer Erzählstimme das, das, ich, der, der Olli schickt mir immer diese alten Versionen, ich schaffe das immer nie, die, die da reinzuhören, deswegen ich höre meistens immer nur die Version, die es auf Spotify gibt deswegen den Erzähler hm. kenne ich nicht äh, ja, das ist ein bisschen ein Märchenonkel mehr, weißt du? Also, ja. da finde ich, die hast du das schon besser gemacht. Deswegen, auch gerade wie du den Plot wiedergegeben hast, ich würde dich gerne vorschlagen, falls der Pumuckeln doch nochmal äh, aufgelegt wird, äh, dich als Erzähler in den Ring zu werfen. Mache ich ja, den also, Der erzählen, Dialekt also, ist schon da. Genau. genau. <laughs> das wäre cool. Bewirbst du dich hier mit der Folge, hast du auch so schön das Schlabbergeräusch nachgemacht. Ne? Ja. <laughs> der, Aber alles im ja. Repertoire. <laughs> genau. Genau. Ja, das also ist sehr kindlich, ne? was, was der da gerade gesagt hat. Also ich finde es auch fast ein bisschen äh, übertrieben weich und sanft, ja, eine, eine richtig butterweiche Schlagsahne-Stimme äh, bringt er darüber und ich, ich kenne ja den Erzähler, weil, wie gesagt, ich habe die LP-Version äh, oft gehört und er hat schon so ähm, einfach, ja, dieses märchenonkelhafte das der August Ril ja auch hat, ja, ähm, das ist bei ihm nur viel stärker oder es ist irgendwie alles viel weicher. Das, das passt nicht immer. Aber prinzipiell, sage ich mal, schon natürlich auch, eine, eine angenehme Stimme kann man, kann man schon gut zuhören, auch beim, beim Harald Leibniz. Und, und, und ähm, gut, Thomas hast du das nicht gehört, aber du hast, hast du die Radiofolge mit dem pankraz diesmal man gehört, die da oder bin ich der einzige von uns drei? Nein, du bist das, du der Einzige, der den Pankratz genossen hat. Ah, okay. Ja. Ja, das ist äh, wirklich ein re relativ großer Unterschied da wieder. Ich. Naja, gut, vom Plot gar nicht so, aber die, der Baumkratz, ich bin so ein Fan von dem Alfred Baumkratz. Ich, mhm. ich, ich sage es euch immer wieder, weil der einfach so authentisch mit dem Pumuckl agiert. Ah, der Hans Clarin, der setzt einfach den nur nicht so äh, kindlich oder äh, übertrieben kindisch äh, den Pumuckl an, sondern es einfach nur äh, irgendwie Koboldig. Koboldmäßiger. Ja? Und das taugt mir sehr. Und, und da habe ich auch nochmal eine ganz kurze Szene, die ich vorspielen kann, wo einfach der Bankratz da so mit dem, mit dem, oder mit dem klarin interagiert. Und, das, das, und sie fallen sich einfach immer so lässig ins Wort, während sie zum Beispiel der Gustl Bayerhammer und der Hans klarin eigentlich immer relativ schön aussprechen lassen. Ich spüß mal ab. Hört, ich muss so einen Ton einschalten. Dir schlecht. Von, von sowas Gutem kann es einem eigentlich gar nicht schlecht doch, werden. Doch, doch. Von, von Gutem wird es einem ja, gut, von was Besserem noch besser und vom Besten wird es einem am allerbesten. Das ja. ist ein altes Koboldsgesetz. Ja. Gib, gib schnell mal. Ja, gut, also da hast Ach, du noch ja. ein Löffel voll. Oh, 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 wie gut. Habe ich nicht gesagt, mir wird immer besser? Was ich ich werde nur noch Schlagram essen. Jawohl, jeden Tag. Nein, nein. Und, gib mir noch einen. Nein nein, 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 das ist wie so ein klaren Morgens früh. Jedenfalls auch vor einmal. Ja, also es war jetzt vielleicht egal, die, die alleroptimalste Stelle, die ich da jetzt ausgesucht habe, aber es ist einfach trotzdem ähm, dieses ja, äh, oh, ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, okay. Und so, das ja. tut dann der da, da, da Bayer haben wir nicht mehr so und das, das, das holt mir einfach total ab. Das taugt mir wahnsinnig. Und das ist da am Anfang von der Folge auch wieder stark äh, vorhanden. Das könnt ihr euch, äh, mh, das habe ich glaube ich auch jedes Mal, gerne in den Show Notes ähm, Raussuchen, da habe ich das immer verlinkt, diese äh, Radioversionen mit Alfred Bonkratz. Genau. Äh, genau. Ja Ansonsten super. wollte ich nur sagen, ähm, wenn, ich, wenn ich schon gerade so im Redefluss bin, ähm, in der in der TV-Serie, ähm, ist ja das auch halt ganz, ganz witzig eigentlich, ähm, wie der, wie der Eda eben dem Pumukel erklärt, wie, wie Schlagrahmen entsteht. Du übrigens dieser. Ähm, Du bist uns immer nur schuldig, wie das beim Bier ist. Also. Wie das beim Bier ist? Das heißt, ah, ah, wie der Schaum ja. da steht. Das hast heißt, gekonnt, über, übergangen, hast du ähm, wie, wie die Wrestler sagen. Dann muss das nur mal wirken beim, <laughs> beim, nächsten, beim nächsten Podcast. Ja, genau, werde einfach nur mal, nur mal wirken, ja. genau. Genau. Und ähm, sehr schönes Zitat, beziehungsweise sehr schöne Szene ist, der Eder schickt dann äh, den Pumuckl Hände waschen im TV und der Pumuckl sagt, oh, ich habe ja erst gerade gestern Hände gewaschen. Und ähm, ist ein bisschen ähm, äh, verwundert, dass er schon wieder muss, wenn er doch eh schon gestern Hände gewaschen hat. Naja, und hast du sehr angeschaut, schön. hast du angeschaut, wie er Hände wäscht? Ist er wieder nicht Na. aufgefallen? Wie warst du? Er hm. dreht Na, den Wasserhahn auf, äh, schaut dem Wasser zu beim Runterlaufen und treten, treten dann wieder zu. Und dann fragt der Meister, und hast du das <laughs> Hand gewaschen? Ja, so ungefähr. <laughs> also, kenne ich, kennt man auch. ja das, äh, äh, mein, äh, Wir sagen immer ganz gern, äh, oder meine Frau sagt dann immer ganz gern, ja, hast du die Hand jetzt mit Wasser kurz erschreckt, oder? <laughs> und nicht gewaschen. Also. Nur, nur erschreckt. <laughs> Ja, ja. Na, äh, ja, aber, ja aber wenn ich da mal kurz verziehen. einhaken darf, äh, das ist natürlich. Also gerade in der Folge ist es mir natürlich aufgefallen, um auch da mal vorzugreifen. Äh, so mehr so irgendwie, wie es um Kinder, also wie wieder, der jeder wie der den den Pumuckl behandelt, ne? Er ist ja halt in dem Sinn eigentlich ein Kind richtig hier, ne? Ja. Und dann oh, ich will noch einen Löffel und noch einen Löffel oder na, das ist nicht gut für den Magen, ne? Und jetzt auch die Szene mit dem wo du sagst beim Händewaschen, ne, was man ja auch ein Kind sagt, irgendwie komm, vorm Essen bitte die Hände waschen, ne? Ja, schon wieder, habe ich doch jetzt gestern gemacht. Ich meine, das das kennen wir ja vielleicht auch alle. Ihr Bede, ihr habt ja jetzt auch schon Kinder, ne? Ich weiß nicht, wie es bei bei denen ist, ob ihr es da auch zwei, dreimal sagen müsst, ja? ja. Aber hier finde ich ja, fällt es. Genau. Ich finde, hier fällt es extrem auf, dass er eigentlich ja wie so, so, ein, so einen kleinen Jungen zu Hause hat, den er erziehen muss. Klar, eindeutig, ja. Ist, das stimmt. Ist genau das Thema, ja. Du nimmst das vorweg, Thomas, weil, äh, also gerade bei der Folge äh, merkt man es, also es beginnt ja gleich einmal damit sozusagen, gleich mal mit der Moralkeule, ja, bloß nicht zu viel von was Ungesunden essen, dann wird einem schlecht und es ist dann gleich die erste Szene, ja. Der Pumuckl wird so dargestellt, er kann nicht genug bekommen. Ich finde es auch super, wie der Hans Klarin das macht, weil er das erste Mal und dann, das schmeckt! Und er dehnt so aus. Haben wir beim Pudding auch schon gehabt, Olli, wenn du dich erinnerst. Und dann Hans Klarin ganz großartig, wie er die Schlagsahne so reinmampft: so, ich gut, ich werde nur noch Schlagsahne essen. Und so hervorragend. Und man, man hat sich wieder so wirklich, ja, man kann sich im Pummel vorstellen, wie er sich halt mit einer Hand nach der anderen voll mit Schlagsahne in den Mund stopft. Und da muss natürlich der Meister Eder dann einen Riegel vorschieben, ist doch klar. Genau. Ähm, eine Sache muss ich jetzt auch erwähnen von dieser ersten Szene, ähm, und zwar ist der da Riesenunterschied zwischen, zwischen TV und Hörspiel. Und zwar du, Dieter, hast es ja wieder mal äh, über den grünen Klee gelobt. Ähm, vorher beim äh, Ansprechen von den Hörsprecherinnen oder also den Grundsprecherinnen, äh, die Katharina, die Bräunde, die ist natürlich wieder Extrem sympathisch macht, auch, auch wenn es äh, den Eder wieder mal zurechtweisen muss, äh, pädagogisch das eine oder andere Mal, aber trotzdem, man frisst ihr aus der Hand, der wunderbaren äh, katte de Bruin. und wenn man überhaupt nicht aus der Hand frisst, und, und der Eder freut sich eigentlich auch auf die Cousine ja, und, und auf den Fritzel, und äh, das tut er im TV überhaupt nicht. Ja. <laughs> es ist der totale Pflichtbesuch der Verwandtschaft und äh, das, das, das hätte jetzt auch nur zum, zum Abspielen. Das klingt nämlich dann so. Nein, 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 nein. Sag mal, kenne ich die eigentlich? Nein, die kennst du nicht. Die kommen nur einmal im Jahr. Sag mal, wieso kommen die denn nur einmal du im weißt, Jahr? das sind Verwandte, die muss man einladen, aber nicht so also, oft. Ja. Ich bin eigentlich immer <laughs> recht froh, wenn sie wieder draußen Ach, sind. Ach, dann magst du dich gar nicht so besonders treiben. Ja, ja, so. Aha, aber das sind doch Verwandte, sind das? Das sind Verwandte. Ah. <laughs> Und nebenbei schaut er ganz nervös aus dem Fenster. Und, und I, ich bin so dann froh, wenn sie wieder draußen also. sind. Super. Ja, das ist mal ja, natürlich. Im Hörspiel Aber eine warum? extrem herzliche Begrüßung und im Fernsehen, da ist der Eder wieder so ein bisschen der, der Krantler, der einfach im, im TV viel mehr ist als wie im Hörspiel. Ja. Thomas. Hey, schon ein an der Cousine. Thomas, bitte. Wir haben gehört, du wolltest das sagen. Ich bin der Meinung, habe wir nicht bei meinem letzten Besuch bei euch schon rausgearbeitet, dass generell in der Fernsehfassung so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, ordinärer, aber doch schon so nicht so kinderfreundlich wie, wie im Hörfunk, ne? Sondern, ich meine, da wird ja auch ein Bier getrunken und alles, ne? Und dass man hier sagt, so, na, na, sind es Verwandte, ne? Bin froh, wenn es weg sind. Das gefällt mir. Ne? Und äh, im Hörspiel, da tut mir der Eder ja eigentlich auch sehr leid. Ne? Ich weiß nicht, wie es in der Fernsehversion war. Aber der ist ja die ganze Zeit nur nur unter Druck. Ne? Der, muss, <laughs> ja, ähm, ja, der muss sich um seine Verwandten kümmern, der muss den Pumuckel immer vom Hals. Der geht ja sogar im, im Hörspiel am Anfang mit, dem, mit der Schüssel unterm Arm die ganze Zeit durchs, durch die, durchs Haus. Ne? Und sie sagt ja dann auch zu ihm irgendwie, jetzt pack doch mal die Schüssel weg. Ne? Also der Eder ist ja richtig unter Druck. Und jetzt ist die Frage, was war er? Ne? Das Hörspiel oder also Gustl Beihammer hat es ja erst wahrscheinlich danach gemacht, das Hörspiel, ne? nach den Dreharbeiten. Oder? Nein, normalerweise ist es umgekehrt. Also okay. Normalerweise ist äh, das TV äh, immer das Letzte. Okay, mhm. naja, dann war er vielleicht so gut gelaunt äh, bei den Aufnahmen zum Hörspiel und irgendwas ist dann schiefgegangen, dass er keinen Bock auf die Fernsehfassung gehabt hat, weil er dachte, ah, die Folge schon wieder. <laughs> Kein Bock. Ja, ja. Na, das, ist, hat... das ist uns tatsächlich natürlich schon öfters aufgefallen, dass, dass die sie da einfach im, im, im Fernsehen einfach mehr spielen mit den Charakteren, gell, die da... Da überzeichnen sie einfach die Charaktere maßlos zum Teil und so auch dieses Mal. Also, die, die, die Cousine äh, Irma ist im TV extrem überzeichnet und, und eigentlich auch ganz schön alt für, für so ein junges Kind, oder? Ja. Na, also, mhm. vielleicht noch mal. Ähm, also, die, die Hörspielserie auf Musikkassette war ja ziemlich zeitgleich auch mit den, äh, mit den Fernsehfolgen. Also, da zum Beispiel jetzt bei der konkreten Folge. Waren beide im Jahr 1983 und die, mhm. ähm, die LP-Version, äh, die ist schon mh, so, sage ich mal, fünf bis sieben Jahre früher immer gewesen äh, und die Radio-Version, die du äh, zitiert hast, nur viel früher. Bei der Folge ist ja das Besondere äh, und ich finde, das hört man auch beim, beim gustl bayer hammer raus, äh, dass der gustl bayer hammer da. Da, da ist ja auch für die, für die MC-Version ist ja, ist sehr viel wiederverwendet worden von der LP-Version. Er war ja bei beiden der Meister Eder. Und man merkt es einfach, dass bei der LP-Version nur viel, ähm, viel mehr bayerischer Dialekt gesprochen wurde und das alles irgendwie noch ein bisschen uriger äh, angelegt worden ist, als wie dann später in, in der MC-Version und im TV. Und da merkt man es eben ziemlich. Also, ich finde, dass da der Gustl Bayerhammer als Meister Eder einfach viel bayerischer ist und auch irgendwie viel lauter, viel, mm, äh, ja, wo er da sagt, ah, ja, da machen wir der Schüssel so den aus, dass nicht einmal ein Meisel was zum Aufschlecker findet. Äh, das sagt er sonst nicht so in, in, in der Lautstärke und in, in dem Dialekt. Also, da. Merkt man es tatsächlich, dass das äh, einfach früher aufgenommen war und es und es lehnt oder er lehnt sie äh, wesentlich mehr an, an der ursprünglichen Radioversion an, weil da ja. ist es ja ähnlich ja. genau, weil das also, ist eben auch das ja, entschuldige, Olli, na dann, du kannst ruhig weiterreden, das passt ja, Wir weil ja ich glaube, das dass haben. man die Fernsehserie wirklich anders angelegt hat, also die MC-Version, da merkt man ja. Dass dort da ist das, das Skript mehr oder weniger dasselbe ist wie, wie von der LP-Version. Und bei der Fernsehserie ist halt dann doch immer neue Geschichte. Da kannst du ja nicht eins zu eins sozusagen das Hörspiel-Skript als, als Drehbuch hernehmen. Da haben sie ja halt etwas Neues gemacht und da haben sie ja den Meister Eder mhm. auch ein bisschen anders angelegt. Ja. Und halt, wie man in der Folge merkt, ein bisschen ja Der freut sich halt nicht so. <laughs> mhm. über den Verwandtschaftsbesuch wie, wie im Hörspiel. Oder, das stimmt. Theorie, in der Fernsehfassung wird ja hier die Cousine Irma von Ursula Reit gespielt und die mochte der äh, Gustl nicht, aber mhm. die Katharina de Bruin, oder wie die heißt, ja. die mochte er. Auf die hat er sich gefreut, weißt du? Deswegen. Das kann auch sein. Das kann auch sein, ja. Das kann nicht nur sein, es wird hundertprozentig auch <laughs> zusätzlich noch einen äh, maßgeblichen Faktor <laughs> mitgespielt haben. Ja. Ja. Auf jeden <laughs> Fall. Weil er und wir lieben die Karte, die Bräunen. Ruin. Mm. Ruin. Äh, Synchronsprecher-Experte. Da habe ich ja wieder zu viel ja. gelobt am Anfang. Ja. naja, also, ich, ich es so am Anfang, die da auch nicht aussprechen können. Gell? Na, wo, wobei ich nicht einmal weiß, wie man sie richtig äh, ausspricht. Ich bin, ich bin da eher nach ein Kevin de Bruyne gegangen. <laughs> ja, wir sind aber noch aus, nie oder? korrigiert worden Von unseren lieben Hörerinnen ja. und Hörern Also falls man das Es sind das sicher noch einige dabei Die das hören, die, die nur nerdiger unterwegs sind als, als wir und du vor allem <laughs> ähm, Dann bitte unbedingt korrigieren Überhaupt kein Problem unbedingt. So, jetzt äh, gehen wir aber weiter da im Text ähm, Na, Wort, Weil Oli, eins noch so wenig dort. Eins äh, noch Ja <laughs> wo man auch noch einen Unterschied merkt, äh, mhm. weil, also wir lieben ja die Stimme von der Kathi de Breuen, aber sie fährt heute halt schon wieder voll über das Kind drüber. Also, ist dir das aufgefallen? Ja. Äh, sie sagt sofort gleich, ich weiß nicht, das, das erste, den ersten Satz, den sie zum, zum Fritzl sagt, geh jetzt sei einmal ruhig oder so und ähm, auch, auch später dann, wie es in ja, die Küche die kommt, äh, Fritzl, was hast du denn gemacht? Du bist schuld ja. und so. Also, und das ist in der mm. Fernsehserie auch nicht so, ja. Da ist, äh, de, mm. das haben wir auch schon öfters festgestellt, gell, dass da schon äh, die Eltern immer als sehr autoritär dargestellt werden. Ist das, ist das ein, ein Zeitdokument, mm. ha? War das halt einfach in die, nee. in die 70er Jahren so und in die 80er dann nicht mehr. Du meinst, dass sie sich einfach keine äh, nette Mühe gemacht haben, quasi bei der Neuen Hörspielversionen das äh, umzuändern, obwohl eigentlich der, der Zeitgeist schon anderer gewesen wäre. Ja, genau. Weil, äh, mhm, das, ja, sicher. Ich glaube, das haben sie einfach im, im Fernsehen haben sie sich gedacht, naja, so machen wir das nicht mehr. Da kommt ja dieser Running Gag. Mhm. Äh, äh, naja, er ist halt so, da kann man nichts machen. Was der immer, wenn der pur äh, was anstellt oder sowas. Ja, genau, so. So, wie heutzutage immer noch. Genau. Ja, manchmal sehen ich mich eh zurück in die, alte, in die alte Zeit, wo die, wo die Kinder nur gewusst haben, äh, wenn die Erwachsenen reden, äh, haben es still zu sein. Richtig. Ja, mhm. heute wenn ist eh anders von, ne? <lacht> ja andersrum. <laughs> ja, genau. Genau. Ja, jedenfalls also äh, nachdem der Pumuckl äh, sie da schon ganz leid sieht, äh, wie es beim beim Kaffee sitzen und unter Fritzl äh, so wahnsinnig viel Schlagsahne ist, ja, da, da wird ja der Pumuckl ganz nervös. In der Fernsehserie auch sehr schön zu sehen, oder? Ist eigentlich recht gut umgesetzt, wo da so die äh, Schlagsahne batzen durch die Luft fliegen und immer irgendeiner andere ist. wunderbarer Slapstick eigentlich. ja. <laughs> ja. Genau, wer sagt? Ähm was, was ist denn jetzt, wo ist denn jetzt mein Schlagrahmen? Der ist dabei schon mal in die Küche vorausgegangen, sagt der Eder. Das ist sehr witzig. ja witzig. Ja, ja. und beim Hörspiel, ähm, da, wie, wie, wie sie dann, äh, wie der Eder dann in die Küche geht und mit dem Pummel redet, ja? Und der Pummel macht den Eder schon die größten Vorwürfe, ja? So dass, äh, ja, du hast dem Burm gesagt, er, er darf alles essen und dann bleibt ja für mich nichts über. Ähm, da Sagt der Eder natürlich sehr schlau, aus ja, seinen Plan, du schau mal, ich habe mir ja voll viel auf meinen Teller gegeben, da zwei ganze große Löffel, nicht für mich, sondern für dich. Und was mir da im Hörspiel sehr gut gefallen ist, der pummel sagt, was die? Also der Eder sagt so, ich habe zwei Portionen Schlagsahne auf meinem Teller, was die? Die ganze Porzellon? Und dann, na Portion heißt es. <laughs> ja, ich sag doch immer Ja, <laughs> Herrlich, mag ich total gern diese Pumuckel-Falschversteher. Hervorragend. Die sind echt schön, ja. Du hast recht. <laughs> ja. Nee, ja, was wir noch gar nicht gesagt haben. Ja, bitte, Thomas. Wir, 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 wir halten das eher so wie, wie die Hörspielvariante. Wir lieben unsere Gäste und ähm, <laughs> fahren da drüber, wenn sie, wenn sie was sagen wollen. Ich würde einfach gerne gleich eingreifen, weil im Skript steht ja die beste Szene und das ist eigentlich für mich schon die beste Szene. Ich habe es mir notiert. Also, Pumuckel verspritzt ja die Sahne und Irma schimpft mit ihrem Sohn, dass er komplett über den Tisch und auf, auf den Anzug gespritzt ist und dann ja auch gesagt wird: Na, ich war es nicht. Und der Meister Eder weiß genau, wer das war. Also, es ist jetzt die Szene davor gewesen, ne? Und du hast es auch schon so schön äh, vorhin zitiert, Dida. Wenn das nochmal passiert, machen wir der Schlagsahne so restlos den Garaus. Dass nicht einmal am meisten noch was in der Schüssel zum Auslecken findet. Also wunderbar, auch wie, wie, wie er das so, so, so aus sich rauskommt. Man weiß ja wieso. Und dann sagt ja die Irma, sei nicht so unpädagogisch, Franz, weil das ist es ja, ne? Weißt du? Und keiner weiß ja, worum es geht, weil keiner weiß, wer der Bubunkel ist. Und dann sagt er, du ahnst nicht, wie pädagogisch das wäre, wenn der Fritzel alles leer essen würde. Also da muss man sich mal in die Irma hineinversetzen, dass sie denkt so, was will er denn jetzt? Der, so äh, der Junge soll die Schüssel auslecken damit es pädagogisch Sinn hat. Ja? Das fand ich sehr bemerkenswert. <laughs> ich und, und er sagt es ja wirklich ja. so laut, also für den Fall, dass der unter dem Tisch sitzt oder irgendwo in einer ganz anderen Ecke, dass er es auf jeden Fall hört. Also, genau. Ähm, ja, na, aber die Oma muss denken, <laughs> so, der ist ja total bekloppt. <lacht> <lacht> ja, Großartig, sehr, wie sehr das du schon. Man muss immer in die, in, in die Situation der Irma versetzen, ja. Hm. Naja, die wie auf ihre Linie erachtet. Ja, Ole. Das haben wir noch gar nicht gesagt, das mit der Diät, gell? Ähm, Das macht es in beiden Fällen, aber das übertreiben sie im TV extrem. Ähm, sie ist auf Diät und äh, frisst voll, voll viel Kuchen, fast <laughs> unappetitlich äh, und, 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 und der Dackel ist auch auf Diät, das tut mir ein bisschen leid. Und Punkel äh, äh, schiebt da ein sehr, sehr lässiges Zitat in der TV-Folge, das habe ich mir ausgesucht, das kann ich euch auch kurz vorspielen. Hervorragend mit Kaffee. So, und die fressen, sag ich ja. dir. Die verfolgen sogar ein kleines Stück Werkstatt, ja, das, Fagsame, das durch die Luft schwebt. Verfolgen sie mit der Gabel. Und als ich endlich ein Stück unter dem Tisch hatte, rat mal, was da war. Da saß der Diätdackel und hat es mir auch noch geholt. Der Diätdackel. Der Diätdackel. Aber Diät, Ole äh, ja, nur cool. in der Fernsehfolge, weil hm. im Hörspiel, da achtet die Cousine immer nur auf Ach, ihre Linie. Will. Ja. Und äh, stimmt, der ja. Eder sagt da äh, recht macho-mäßig: Naja, zwei Zentner wirkst ja noch nicht, gell? <lacht> Und lacht dann auch noch so einen, <laughs> so einen dreckigen bayerischen Locher. Würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so bringen, ja. ja das stimmt. Naja. Genau. Was, was, was äh, sagst du zu der Wohnung, äh, Dieter? Äh, weil Thomas hat ja äh, die Bilder nicht gesehen, jetzt muss ich die fragen. Ähm, die sieht man ja auch zum ersten Mal, oder? Die ganze Wohnung, weil bis jetzt aber nur die Küche immer gesehen. Und die ist ja riesengroß. Naja, da habe ich gar nicht mehr so erinnern, Kinder. man hat immer wieder was von der Wohnung gesehen. Äh, auch bei, Schlafzimmer, bei der, das bei der abergläubischen Putzfrau äh, sieht man ja aus: Wohnzimmer und Schlafzimmer. Und, aber was mir aufgefallen ist, Uli, ähm, die, die Küche, die dürfte jeder renoviert haben, weil bei Pummel und der Pudding war es nur anders. Da war es noch. Da, da war's noch, da, ich glaube wirklich, da war es noch keine Einbauküche, sondern es war wirklich so, das war so ein Herd und daneben halt ein Kastel. Und jetzt in dieser Folge hat er so eine richtig schöne Einbauküche mit einer verfließten Arbeitsplatte. Ist dir das aufgefallen? Na natürlich nicht. Das ist großartig, dass dir solche Dinge auffallen. Naja, es, ja, sieht das schaut ja ganz als, anders aus. Als Schreiner machst du richtig gut, cool. Aber vor allem, wenn du vielleicht noch der Einzige bist in der Gegend, ne? Mhm. Ja, schaut aus, ja. Wie wenn er nicht schlecht verdienen würde. Naja. Ja. War noch halt Bayern, dann, ne? <lacht> <Das> <lacht> oder er hat ja gut ein Installateur Lechner, muss man so sagen. im haben. Podcast. <laughs> ja, oder er schickt den, den Pumuckel heimlich äh, raus, dass er so ein paar Sachen kaputt macht, ne? Dass sie dann immer zu ihm kommen, so, hey, ey, ihr müsst reparieren, ne? Deswegen. <laughs> <laughs> Na gut, das hat er eh drauf, der Pumuckel. Das ja. hat er ja auch schon ja. bewiesen, ne? Na voll. Okay, ja, und der der Fritzel, oder? Der wird ja dann äh, zum Gasse gehen geschickt mit dem Wackel. Und da mirsens natürlich durch die Küche durch. Ah, und da steht schon die Verlockung, gell? die übergebliebene Schlagsahne. Und da hören wir jetzt den, den Monolog vom Fritzel, wie er das halt so also sagt. Ah, oh, schau, da ist die Schlagsahne über Wackel. Max, da was. Und was das super war, der Dackel winselt extrem. Also echt so die ganze Zeit, ja, wie wenn er nur, nur darauf wartet, dass er endlich was kriegt uh, und dann die wunderbaren Schlabbergeräusche uh, vom vom Dackel, hat mir sehr gut gefallen, <laughs> sehr gut. Der Thomas, was was das ist, Dieter? Ja. Sag das muss so eine kurze Entschuldigung, äh, bevor der Thomas äh, seine, seinen Senf dazu gibt. Äh, was weißt du, was der Fritzel ist, Dieter? Na, Schlecker. ein Schlecker. Schlecker. Ja, er ist ein Schlecker. Ja, sicher, der schlägt gern. Na <laughs> ja, klar. Er schlägt und, und sie schlecken recht, recht lautstark. Ja, ja, voll. Mhm. Ja, Thomas, wie hat dir die Szene gefallen oder hast du nur irgendwas beobachten können? Also, wie gesagt, ich habe ja nur das Hörspiel gehört und ich muss auch sagen, also ich kann die Begeisterung nicht so ganz teilen. Das ist mir, das ist mir ein bisschen zu einseitig, weil es geht nur um zu diesen gehen. Schlagrahmen. Ja, Schlagrahmen hier, Schlagrahmen da, ja, und ständig diese Diskussion, na, na, nicht, nicht so viel, ne, und, also alle sind auch so aufgeregt, so, so die Irma aufgeregt, der, wie gesagt, der Eder weiß nicht wohin, ja, der pumukel nervt, der, der Junge geht ja sogar noch, weißt du, weil der, der ist eigentlich relativ ja. brav, finde ich, äh, das ist die ganze Zeit immer nur, na, net nicht mehr Schlagrahmen und hier und da und deswegen, ähm, Natürlich ist es klar, dass das der Fritze das da macht. Ich hätte es auch genauso gemacht als Kind. Ja, wenn ich gesehen hätte, oh, jetzt ist hier der, die Schlagsahne unbeobachtet, ich hätte es genauso gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es dem Hund gegeben hätte. Jedenfalls, ich hätte ihm vielleicht ein Löffelchen rausgenommen, aber ich hätte ihm nicht die Schüssel hingestellt. Aber so finde ich das halt sehr, sehr realistisch dargestellt, wie sich der, der mhm. Fritze verhält. Deswegen, das, das fand ich angenehm. Ne? Das halt, und natürlich dient es ja dem Plot, ne? weil der Pumukel jetzt natürlich gleich tobt. Hm. Ja, ganz richtig. Und der Pumukel äh, ist schlau, zwickt den Hund, ja, damit der zum Bellen anfängt und die Erwachsenen das bemerken. Und dann, Thomas, wie das du angesprochen hast, äh, es ist schon ein bisschen viel Aufregung um so eine, Schlüs eine Schüssel Schlagsahne. Ja? Also das ist... Äh, weil die Mutter kommt dann rein, ja mein Gott, Fritzel, ja, hast du das Ganze gegessen und so weiter? Wie wenn es das Schlimmste von der Welt wäre. Also, ich kann mich nur erinnern, was ich als Kind alles an, an, an Schlag gegessen habe. Also, da war so eine Schüssel nix, ja. Ich habe das auch geliebt. Und ich habe es lustig gefunden, weil die, die Mutter, die, die Irma, die sieht dann schon alle überall Speiben, ja. Den, den Fritzel und den Hund in der Straßenbahn und so weiter. Und, und sie malen sich da gleich das Schlimmste aus. Also, muss ich dem Thomas recht geben, ist wirklich ein bisschen übertrieben die ganze Geschichte. Naja, es gibt aber nichts Besseres als äh, Schlagobers oder Schlagsahne. Das, das, das passt schon. Und äh, das ist ja auch, dürft ihr nicht vergessen, eine absolute Schüsselszene von dieser Folge. <laughs> Das Boah, da hast ist aber lange nicht. für gebraucht, ne? Ja, das hast du hast schon vor drei Wochen aufgeschrieben, oder? Das ist tatsächlich jetzt gerade <laughs> ähm, Eingefallen. Also, schlagfertig. Schlagfertig. Schlagrabfertig, ja, ja. Deswegen. Ja, ganz genau. In der Schriftszene muss man schlagfertig sein. Genau. In, in, in der einen äh, Version schickt der Eder den Fritzl ähm, äh, mit dem Hund raus und in der anderen äh, die Mama von ihm. Das finde ich ganz interessant, warum sie das ge geswitcht haben. Verstehe ich nicht. Ist sonst. ja egal. Aber bitte. Auf jeden ja. Fall gefällt dem Pumuckl das ganze Reden über das Schlechtsein überhaupt nicht. Und was dann sich entspannt, ist echt ein sehr humorvoller Dialog zwischen, also wie der Besuch dann schon weg ist, zwischen einem Pumuckl und einem Eder. Uh, der hat mir sehr gut gefallen, weil der pumuckel fragt zuerst einmal, ja, wie ist es denn, wenn es einem gut ist? Und der jeder sagt, naja, gut ist einem, wenn einem nichts fehlt. Und dann fragt der pumuckel aha, und schlecht, da fehlt dann also etwas. Was fehlt denn da? Die Augen, die Ohren oder was? Also auch wieder die kindliche. <laughs> oh, meine schönen äh, großen Ohren. <laughs> genau. Und dann eben die, die Pointe. Sehr, sehr gut. Der Eder sagt: Na, da fehlt was da im Morgen, im, da, da im Bauch drin. Und die pumuckl logik ist: oh, Da geht es mir ganz schlecht, weil da fehlt noch eine ganze Portion Schlagsahne. Das muss ich sagen, sehr das war gut. für mich die äh, gelungenste äh, Szene. Einfach dieser Dialog, den sie da echt sehr, sehr schön äh, aufgebaut haben. Das ist wirklich sehr lustig und äh, wir ähm, die Farben. <laughs> sagt, ähm, wie man, wenn es einem nicht gut geht, äh, dann wird, kriegt man eine grüne Nase und ein gelbes Gesicht und um den Mund herum wird man gelb und, und die Augen kriegen wie ein Schwarz, ganz greislich. <laughs> Pumuckl ja. sagt, oh wie ein Papagei. <laughs> <Ja. lacht> Nein, nah, nicht wie ein Papagei. Das finde ich ja eine schöne Assoziation. As 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 ah, ihr wisst schon. <laughs> Assoziation. Genau. Ja. Ja, und auch diese Szene wird äh, schon ziemlich breit getreten, oder? Der pumukel der hundertmal sagt, äh, ich fühle mich schon ganz schlecht und der Eder gäb bitte nichts ein. So, also dauert auch ziemlich lang. Und der pumukel der dann sagt, äh, der sind in den Spiegel schaut, äh, wo muss man grün sein und wo blau? Und der Eder steigt auch und drauf ein. Um die Nosen herum grün. <laughs> ich mein, das ist ja irgendwie total irre, oder? Ich man mein, so, äh, ja. ja, aber ja, Schön, das, das haben Ziel. sie recht recht zelebriert, sag ich mal, das ganze äh, das Farbenspiel. Ja, Ole Irma und Fritzl kämen wieder. Ja. Magst du da Besuch was dazu kommt sagen? Zurück. <laughs> Der Besuch kommt zurück. Kommt ja. zurück. Man denkt, man hat es geschafft, aber nein, sie kommen noch mal zurück. Das ist wirklich. Richtig, ja. Da kommt äh, mein Zitat der Folge, ja, wo der oder Frizel dem ist jetzt schlecht und dem, dem Hund äh, ah, nur nicht ganz, aber bald. Ja. Und ähm, war, waren jeder, die, schon, waren die schon in der Straßenbahn oder standen die davor? Das war mir nicht so ganz klar. Also nein, wann? Gott sei Dank äh, sind sie noch nicht eingestiegen. Äh, ein, hm. ein, einmal in die Straßenbahn und in der alten Version sagen sie die Tramweih. Ähm, super, auf jeden Fall kriegt der jetzt der den Magenbitter und der bumukel. Der will ja unbedingt einen Magenbitter, damit es ihm ja besser geht. Und äh, den, den trinkt er dann auch äh, aus und dann. <laughs> oh, ich verbrenne! Weißt du, was ich da gedacht habe, Dieter? <laughs> die an, an die Masters. An die Masters auf die Magier ja, ganz, An den Magier Myrad. Ja, ja. Ganz genau. Thomas, kannst du ja an den Magier Myrad äh, eventuell noch erinnern? Ja, ähm, natürlich. Ja. Ich Folge. Also, Zehn, glaube ich, wenn man nicht ähm, ja. Das Geheimnis der Mystic Mountains. Ich, ich erinnere mich schön. vor allem an Skeletor, also an Peter Passetti. Murat! Murat! Wie er das sagt. Da, 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 da erinnere ich mich immer. Murat! Komm raus! Ganz genau, ja. Richtig, ja. Das hat man bis heute halt es noch im Ohr nach. Das halt das aber extrem nach. Murat! Ja, <laughs> und der ich der jetzt sofort die Parallele, weil der Pumuklise besorgt. Der will auch einen Magen bitter, weil sonst äh, äh, denkt er auch daran, dass er sterben könnte und der Eder sagt so, dann denks, deswegen stirbst du lang nicht. <laughs> Sofort also voll drüber <laughs> beim Pumukel. Das ist echt so arg, dass ja. da die Erwachsenen hey, äh, dass die überhaupt nicht eingehen auf die, äh, auf die Sorgen des Kindes, ja? Die ignorieren das komplett, ja? Die die Irma beim Fritzel, der Eder beim Pumukel Unglaublich. Ja, weil ja. wissen, dass dass sie haben die Lage schon noch Realistischer eingeschätzt. Der Eder, ja. ich meine, er, 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 er wird zwar schon nervös, aber, aber nicht deswegen, ähm, weil er sich Sorgen macht wegen, wegen dem Bunkel und dem Magenbitter, sondern eigentlich deswegen, weil er nicht weiß, ob es der Magenbitter war, was er trunken hat. Das macht ihn eigentlich so nervös. Naja, da kämen wir das, jetzt das dazu. Kann... Also der Bunkel mhm. sagte vorher, er, er, er will auch so einen bitteren Magen <laughs> und der Eder verbietet es ihm. Und dann, äh, Pumukel gehorcht natürlich nicht, ja. Und der Pumukel hat aber natürlich keinen Zuckerwürfel und, und denkt sich dann, auch, oh, kein Zucker da, kann ich auch nachher essen. Ich nehme einfach mal einen kräftigen Schluck aus der Flasche, ja. Und das ist natürlich, der Fritzel hatte nur ein paar Tropfen jetzt bekommen. <laughs> und der Pumukel, also wenn der da mal so richtig anzirkt aus der Magenbitterflasche, also das resultiert natürlich in eine unglaubliche Hustenattacke. Und da wird es dann, dann in, in Eder geehrt, ja. Der, der hat dann äh, Angst und Bange, weil er glaubt, dass der Punkel die Möbelpolitur trunken hat. Hm. Genau. Ähm, das äh, habe ich mir noch herausgesucht äh, in der TV-Folge. Äh, da spiele ich jetzt auch noch mal, äh, ein paar Sekunden ab. Kann man auch sagen, was man will. Du tust, was so. du magst. Was tue ich denn mit dir? Was mache ich denn bloß? Edergärt. Jeder weiß was. Jetzt trinke mal ein Wasser. So, nein, nein, viel Wasser, kein Wasser, kein Wasser! Doch viel Wasser! Kein, kein kein Wasser und da steckt ein Finger nein, in Null, dass alles wieder nein, rauskommt! Nein, nein! Ja, Himmelherrschaft noch einmal! Du musst nein. doch schon folgen, nein. wenn ich dir was sag! Das ist doch war voll! Ja, Himmelherrschaft noch einmal! Du musst doch schon folgen, wenn ich doch schon sage. Das erinnert mich wiederum an den äh, Gerhard Bolt. <lacht> <lacht> ja. Nikolausi, ne? Hm. <laughs> Ja, Thomas. Ja. Wie, was, was 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 sind deine Gedanken zu dieser zu diesem Hustekor, der jetzt dann folgte? Ja, wir hatten glaube ich heute mal ein paar mal das Thema, dass dass gewisse Dinge werden sehr ausgewalzt und auch das dieser Hustenanfall, <laughs> das. Also, ich weiß nicht, wie lang es ging. Gefühlt ging es so sieben, acht Minuten. Wahrscheinlich geht es nur die Hälfte, ne? weil der eh die ganze Zeit, um den Husten vom Pumukel zu übertünchen, weil jetzt kommt er ja schon wieder die Irma angerannt. Ja, Eder, was los, ne? Ja, hab's mal verschluckt. Und ähm, währenddessen probiert er ja das rauszufinden, ne? was der Pumukel zu sich genommen hat. Und mhm. dann irgendwie. Sagt er dann nicht auch irgendwie so, äh, war es die Flasche, war es die Flasche und die Irma immer, ich weiß gar nicht, was du willst. Und dann, ach, war es die? Na, dann ist ja nicht schlimm. Ne? Und die Irma, wir versetzen uns wieder in ihre Lage, denkt dann, was? Äh, der Fritzel hat das genommen und das findet er nicht schlimm, so, so weil sie ja immer das alles auf sich münzt. So, das mhm. habe ich während des äh, wiederholten Hustens rausgehört. Aber ich fand das ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Weil es so <laughs> lange geht. Ja, also ja. Es, ist, es ist so die ersten paar Sekunden ist es witzig und dann irgendwann denke ich so, es reicht jetzt aber auch. Ja, ja aber äh, weißt du, warum es so lange geht, Thomas? Weil der Pumuckel äh, natürlich dann ein Spiel draus macht. Ähm, also es beginnt ja, der Pumuckel beginnt zu husten, die, der Besuch kommt, dann muss der jeder übertünchen und selber mithusten und das finde ich dann schon an, an einfach, dieses Hörspiel-Slapstick, ja, also äh, es wird gehustet, dann ist allgemeine Verwirrung, weil der Eder weiß nicht, ja, welche Flasche und die Irma rät irgendwas ein und keiner kennt sie aus, so wie du es beschrieben hast. Und äh, der Eder jagt es dann alle raus und der Pummel gibt sie dann zu, sozusagen. Äh, ja, das Husten, das war jetzt ganz schön lustig. Ich habe einfach weiter gehustet, weil es mir so Spaß gemacht hat. Also Pumukel hätte das natürlich ja, schon das... früher unterbinden können. War das in der Fassung, die ich gehört habe? Oder weil, weil wir jetzt wirklich immer, wir gehen von TV in die 60er Jahre-Version, in die 79er LP-Version, in ja. die Spotify-Version. Also ich glaube, in meiner Version sagt er das nicht. Da sagt er dann doch irgendwie nur, ah, jetzt ist wieder gut, bin ich der Meinung. Also da fand ich aber den Eder witzig, der dann sagt, jetzt lass mal aus dem Badezimmer raus, damit ich aufhöre zu husten. Das, das fand ich witzig. Das stimmt, stimmt, das sagt er, auch, ja. Na, aber Thomas, es war auch in der Spotify-Version, also in der MC-Version, weil, und du wirst dich dran Spotify erinnern. Spotify-Version. <laughs> der Herz ist ja die MC-Version, ja. Ja, auf Spotify gibt es die Folgen. Ist natürlich auch eine, eine gute Quelle. Weil der Pumuckel sagte nachher ein schönes Gedicht, nämlich ein Hustechor, ein Hustechor. Der kommt mir sehr lustig vor. Klingt in meinem Lauscheohr. Wie ein großer Rauschekor. Und er, also der Pummel gibt es zu, dass er dann zum Schluss einfach so aus spielerischem Drang heraus mitgehustet hat. Hm? Hm. Aber ja. Darf er ja machen, dafür ist er Ja. Und der Besuch ähm, geht und Ende gut, alles gut. Und ähm, im TV, glaube ich, wenn man nicht austauscht. Rekapitulieren es nochmal ganz kurz und, und, und beide finden eigentlich letztendlich das Ganze recht amüsant, was ich ganz angenehm finde, weil äh, die ganze Folge ja jetzt nicht irgendwas äh, in sich hat, was wirklich gefährlich ist oder sonst irgendwas oder gemein. Und von daher finde ich es auch gut, mhm. dass das dann auch äh, realistisch eigentlich einschätzen <laughs> und, und dann mit einem gemeinsamen Lachen beenden. Fällt Außer Ole der Wackerl, weil wie der in der Hörspielfolge nochmal reinkommt. Mhm sagt der Pomukel am Anfang, äh, tut er so irgendwie, oh, äh, der Dackel. Und dann sagt er, wenn du mich nicht frisst, dann fresse ich dich auch nicht. Das verspreche ich dir. <laughs> und dann leert er eben den Magenbitter nur über die Nase. Das ist, also das, das ist schon ein wenig heftig. Da, da, hat, das ist, da hat der Thomas sich ja zusammengezuckt als euer Tierfreund. Genau, richtig. Dann habe ich mir gedacht, das arme Tier. Das arme Tier. Ja, naja. zu Recht, zu Recht. Aber was bei den drei Fragezeichen mit den Tiere alles machen, gell? So, äh, papagei einfach ähm, immer im Käfig halten und so. Ja, da sagst du nichts. Das ist ja auch ein Mühner, ist ja kein Papagei, ne, den sie haben. So. Das ist deswegen, ja. Okay. Aber stimmt, ja, Tiere ja kommen eigentlich selten bei Trafazern vor, überlege ich gerade. Oh, der Superhai. Ich freue mich schon, wenn es mir einlotzt bei der Superhai. Habt ihr schon gehabt? Du meinst den Superwahl? Ah ja, super Wahl. super Wahl, ja. ja. <laughs> okay, <Super>. ist notiert. <laughs> und das Volk der Winde, der kenne ich ja noch ganz gut. Ja, musst du ich Übrigens, der Man abends äh, äh, eine Rolle. Ich weiß, der spricht da diesen äh, ekelhaften Anwalt. Ja, das genau, das ja, Macht er sehr, sehr, sehr gut. Na, und Horst Naumann ist auch äh, dabei. Ist auch dabei, ja, wie ist auch. Auch dabei stimmt ja. Genau, ja. der? Genau. Der spricht da diesen, ja, diesen, diesen cool. alten, der ins Tal, der Volk der Winde. Äh, ah, Flieht. Ja, die da irgendwann ja, wir müssen. Machen sie mal beide zu, <laughs> zur Zentrale ein. Ja. <laughs> ja. Müsst da vorher wir schon so Bohnen essen. Was ja. also, Honig soll man Essen? Ne, Bohnen wegen für das Volk der Winde. Denkt mal drüber nach. Ah ja, ja. Na, vielleicht, wer weiß? Vielleicht schlagen wir irgendwann mal in Berlin auf. Dann, dann dann quartieren wir uns da mal ein beim, beim Thomas. Ah ja, gut. Das das kriegen wir hin, Jungs. <laughs> ja, sehr gut. Okay, aber jetzt, ähm, jetzt machen wir dort erst einmal äh, den, den Sack zu, oder? Machen wir den Deckel drauf. Wieder. Genau. Mhm. Ähm, und kommen wir zu unserem Fazit äh, und zu unserem Ranking. Ähm, ich würde gleich mal anfangen, Oli. Und zwar ähm, finde ich, äh, wie wir es eh schon besprochen haben, äh, es ist schon eine der schwächeren Folgen. Teilweise lustig, ja, aber einfach die, die Story ziemlich dünn. Also eine ganze Folge, die sich nur darum dreht, dass Kinder nicht zu so viel Ungesundes essen sollen. Ähm, das, ist, das ist etwas mau, ja. Da ist, da ist einfach ein bisschen wenig, wenig Stoff da. Da war die Fernsehfolge fast ein bisschen vielseitiger. Die hat eben auch diese, dieses Thema Die lieben Verwandten mit reingebracht und also, wie sie die halt so aufführen und so. Ähm, hat mir, hat mir da eigentlich ganz gut äh, gefallen. Aber ja, trotzdem, ab, abseits von ein paar Wortverdreher und so, äh, Porzellon, ja, haben, und, und, und äh, lustige -Logik war waren nicht so viele Höhepunkte bei der Folge. Ja? Also insofern habe ich auch keine großen Erinnerungen aus der Kindheit. Ich habe die Folge als Kind einfach auch wenig gehört. Und ja, mh, ich sage mal, um es in, in einem Satz zu sagen, äh, ist, es, ist die Folge eine Kindergeschichte rund um die Moral. Äh, wer ungesund ist, bekommt Bauchweh und die in ihrer ganzen Länge etwas aufgebläht wird. Nächste. <laughs> und drum Schön. von mir äh, diesmal nur drei von zehn möglichen Punkten. Oh, das ist aber sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ja. Aber was der? Äh, ja. ja. Musst, was liegt es pickt. Was liegt es pickt. Thomas, genau. was gibst du der Folge? Oder was hast du? Was ziehst du für ein Fazit? Also ich kann mich da dir eigentlich nur anschließen, was das angeht, weil ich finde auch, das Hörspiel bietet recht wenig. Haben wir schon gesagt, so die Handlung ist jetzt, es dreht sich nur um diesen Schlagrahmen und auch dieser, ja, dieser mahnende Zeigefinger, du hast es gerade schon gesagt, so, wer zu viel Süßkram ist, der kriegt Bauchweh und das geht nicht. Also es ist schon sehr pädagogisch. Heute würde man es bestimmt anders machen. Und hier ist es einfach nur so, ja, wer, wer zu sehr über die Stränge schlägt, der, der muss mit den Folgen leben. Und ich bin fasziniert davon. Das Hörspiel geht auf Spotify 25 Minuten. Und ich muss sagen, es sind die längsten 25 Minuten meines Lebens gewesen. Also, das hat sich wirklich gezogen. Ja, das, das weiß halt. Ja, was soll ich sagen? Ich fand die Folge langweilig. Ich fand sie langweilig und dafür bietet sie auch recht wenig Humor. Also, so wenig. Ich habe äh, wenig Sprüche gefunden, die irgendwie so erinnerungswert sind oder alles. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, ich würde mich auch zu drei Punkten hingeben. Es ist nett. Aber jetzt auch nicht, dass man sagt, so boah, noch mal und noch mal. So wie früher, weißt du? So, mhm. Wo du dann das Hörspiel dir noch mal gegeben hast und noch mal. Aber hier bist du am Ende eigentlich froh. Ich meine, der, der Erzähler sagt ja auch so schön so, der Meister Eder wird sich jetzt dreimal überlegen, ob er jetzt noch mal an Kinder, Kobolde oder Hunde Schlagrahmen äh, eine Runde ausgibt. Ja <lacht> und, <lacht> und genauso geht es. am Anfang sagt er, macht sich eigentlich nicht viel draus. Ja, ja, und am Ende denkt er auch so, ja, er schafft Zeiten. Ne? Äh, nie wieder. Ja? Deswegen. Die Oma wird auch nie wieder zum Kaffee eingeladen. Und äh, ich sag dann auch am Ende, nee, das, das war irgendwie nix. Ja, aber gut, dann bin ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr die Zielgruppe. <laughs> Na, ja, gut, aber stimmt, ähm, das war äh, ein guter Gedanke. Also, das ist, glaube ich, wirklich keine Folge, die man sich als Kind auch zweimal hintereinander anhört. Hm? Und das macht man bei den bei die, bei die Folgen mit, mit äh, über sieben, Olli macht man das natürlich, die kann man dreimal hintereinander hören. Olli, was, was hast du? Es ist so, liebe äh, Jungs, dass dieser ein, ein Blödsinn ist, was ich jetzt, <laughs> jetzt gerade gesagt habe. Ja? Ja, genau. Also, mir hat es ein bisschen erinnert, wie äh, an, 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 an so eine wunderschöne Szene im, im Garten von Eternia, wo einfach äh, nur gute Dinge passieren und ähm, wenig Aufregendes. Also, der Christi äh, hätte seine, seine, seine liebe Freude da damit gehabt, wahrscheinlich mhm. mit der Folge. Und ich eigentlich, auch. aber, und jetzt komme ich äh, zum Grund, warum äh, ihr ein Blödsinn äh, dahergerät habt, weil ihr Jungs und äh, weil, ihr, weil, weil ihr die, die, die Radio-Version nicht gehört habt. Und den ja. lege ich euch, liebe Leute, ans Herz. Das ist mit Abstand die Beste. Mit Abstand. Und die ist wirklich gut gelungen, finde ich. Und ähm, die bietet äh, wesentlich mehr gut viel, viel gut, so hast glaube ich, Momente und ähm, es ist natürlich der gleiche Blatt, aber sie ist einfach sehr, sehr sympathisch. Und die taugt man sehr. Die taugt man wirklich total. Und ähm, Stammtisch äh, Spaß wird äh, mit Schlagoberspaß äh, ersetzt. Bier wird mit äh, Bierschaum wird mit Schlagschaum ersetzt. Das gefällt mir persönlich sehr gut, weil. Und, und Schnaps mit bitte. Genau, genau. Es gibt noch eine, eine schöne letzte Anekdote. Aus also, äh, meinem Leben, ich habe früher äh, mit meinem äh, schon heute zitierten Bruder mir immer Schlagsahne, bei uns im Schlagobers, in einen, ähm, also einen Topf geleert und dann habe ich äh, Kochschokolade äh, eingelegt und dann habe ich das aufkocht und dann habe ich das in den Tiefkühler oder in den Kühlschrank zumindest äh, gestellt, bis es wieder Kalt war ist. Und dann habe ich diese, diese, diese gestockte und geschl also geschlagen habe ich es natürlich auch vorher. <laughs> diese Kakao-Schlagcreme, die man wahrscheinlich auch auf dem Kuchen drauf tut, äh, gern, und die habe ich dann mit meinem Bruder schüsselweise gelöffelt. Das war so gut. Und hast, ich hast, ich ich. hast auch nicht in die Straßenbahn spieben nachher, oder? Ich habe niemals danach Sag in die ja. Straßenbahn gespieben. Ja. Liegt das also. daran, dass man keine Straßenbahn in Salzburg also Die glaube, ja, warum diese Folge hier Überlänger hat. <laughs> Weil der Olli uns <laughs> Kochrezept aus der Kindheit verrät. Genau. <laughs> genau. Ja, muss auch mal sein. Also, ja, Olli, Aber das war's deine, von mir. Die Folge kriegt von mir eine 6 von 10. Aber eine 6? 7. Okay. Ja. Geschmäcker sind verschieden. <lacht> <lacht> genau. Ja, hervorragend. Ja, wunderbar. Ähm, ich habe. Oh. Äh, jetzt noch eine Frage vorbereitet oder hast du vorher noch was zu sagen Ole hört euch ähm, die Folgen wo der Thomas äh, mit podcastet an das sind mittlerweile Tausende wahrscheinlich <laughs> in <den> verschiedensten <lacht> <lacht> verschiedensten äh, Formaten ja, weil er ist sehr gern überall zu Gast aber hauptsächlich hauptsächlich sich die zentrale an ja. und ähm, genau und vielleicht gibt's ja dann auch das eine oder andere Format, das irgendwann mal wieder belebt wird. Da hofft es rein. Liebe Grüße an alle äh, Fans von Thomas und der Zentrale, die äh, heute extra wegen ihm vielleicht eingeschaltet haben oder durch ihn zu uns gekommen sind. Das äh, möchte ich auch mal äh, loswerden. Und äh, ja, abonniert unseren YouTube-Kanal, den Oliver Hauser Kanal. Und follow, follow uns, damit <laughs> ihr seht, wenn wir dann irgendwann in Berlin beim Thomas die Bude äh, auf rechts drehen. Oder ja, genau. Da träume ich von. Da träume ich von. Stellen. Ja, auch liebe Grüße an alle, die das heute hier nicht hören, die wegen mir nicht einschalten. Die soll es ja auch geben, weißt du? Deswegen, die <laughs> hören das gar nicht. Die überspringen das, ne? Mhm. Ja. Aber danke für die Werbung. Ja, gerade heute wurde bei uns eine Folge veröffentlicht mit Sascha Dreger zu Gast. Sascha Dreger alias Tarzan Tim von TKKG bei uns im Podcast. Ich weiß nicht, wann das hier erscheint. Wahrscheinlich ist es dann schon wieder ein alter Hut, ne? Äh, ihr kennt ihn natürlich auch, weil er hat ja damals auch bei den Masters mal mitgemacht. Hast du nicht sogar mal mit ihm geschrieben, Olli? Ich habe doch gesagt, du, der ist ja, er sympathisch. Ja, ich habe einen Austausch mit ihm gehabt. Und ja. er hat gesagt, er kann sich nicht mehr erinnern an diese Masters-Folge. Ja. Äh, <laughs> Multipod 1 oder 2. Das genau. hat er uns auch ja. gesagt. So Auf alle Sachen, die wir ihn angesprochen haben, er konnte sich nicht erinnern. <laughs> Aber das lässt er vermuten, wie, wie er Nein. so drauf war, wenn er die Folgen aufgenommen hat. Ja. <laughs> Wahrscheinlich auch ein paar Flaschen äh, Magenbitter äh, vorher gekippt. Naja, das <laughs> ja, da genau. <laughs> naja, da war schon jetzt nichts Da waren er noch recht jung, ja, damals, äh, wie er bei die Freie, drei Freizeichen mitgesprochen äh, hat und so, oder? Aber gut, ähm, das werden wir äh, vielleicht nach der Aufnahme äh, klären. Lieber Dieter, ich verabschiede mich schon mal und äh, überlasse euch beiden das Feld. Ja, wunderbar. Äh, äh, Olli, wir haben. Wir sind gar nicht auf, auf, auf äh, ähm, Hörerpost eingegangen. Die hat es natürlich auch gegeben. Das machen wir dann das nächste Mal. Äh, aber natürlich, mhm. wem es gefallen hat oder wer etwas anmerken möchte, ja, bitte äh, schreibt uns das in die Kommentare. Ähm, ähm, genau. Und gebt uns Feedback. Da freuen wir uns immer. Und ja, und bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich unserem heutigen Gast, dem Thomas, eine Frage stellen. Die wird insofern äh, ganz spannend, weil du hast ja die Fernsehfolge jetzt nicht gesehen und äh, es, es wäre hilfreich, vor 30 hilfreich gewesen. <laughs> ja, vor, 30 vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren habe ich sie bestimmt gesehen. Ja. Okay, ja, dann wird es schwierig. Aber äh, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, du kannst da. Mit, mit Glück errätst du die richtige Antwort. Und zwar. Was ja, kann ich gewinnen? <laughs> Du, du kannst eine, eine erneute Einladung gewinnen zu, zu einer Folge, die okay. mal ein bisschen besser ist, wie mit drei dann bewerten. Ja. Oder den lustigen Hut, den sich Olli gerade aufgesetzt hat. Vielleicht kann ich ja den gewinnen. Das dann nehme ich mit nach Berlin. Okay, ja, super. super. Also, Thomas, bist du konzentriert? Dann kommt Na, jetzt typisch. die Frage. Und zwar: Welche bayerische Magenbitterweisheit trifft auf die Fernsehfolge? Der verhängnisvolle Sch Schlagrahmen zu. Antwort A. Hurst, der Onkel und der Opi trinken alle Ramazzotti. Antwort B. Liegt es schwer im Morgen wie ein Anker, trinkt der Kobold ferne Pranker. Antwort C. Wird der Dackel immer fitter, dann trinkt er sicher Corri Bitter. Oder Antwort D. <laughs> Trinkt der Eder Jägermeister meistens in die Hosen Scheiße? <laughs> also, was, 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 ist ja. die, was glaubst du, ist die Magenbitterweisheit, die auf diese Folge zutrifft? Das ist schwer, wenn man die Fernsehfolge nicht gesehen hat oder nicht auf der pumukelhomepage.de war. Also, A ist schon mal nicht, weil äh, Ramazzotti das wäre ein italienisches Getränk und ich glaube nicht, dass die Münchner Schickeria da äh, drauf zurückgreifen würde. Ferne Branka, weiß ich jetzt auch nicht, äh, wo das herstammt, stammt, ist es auch nicht. Und D wäre natürlich wünschenswert, aber ich muss Sie leider enttäuschen, ich habe jetzt doch ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht und war gerade auf der Homepage und habe gesehen, dass es eine Anspielung in der Fernsehfolge gibt, nämlich auf diesen Magenbitter, deswegen logge ich Antwort C ein. Fantastisch, ja, Antwort C ist natürlich richtig. Hey, Olli, hast du gesehen, der Thomas ist ein Profi, ja, der Schlauer während ich vorließ okay. Recherchiert er das in Windeseile. Genau. Äh, das ist <laughs> nämlich äh, ein Gag aus der TV-Serie. Haben wir in der letzten Folge gehabt, gell? Mit irgendwie Cory Color, äh, was auf der, äh, auf der Kartonkiste drauf gestanden ist. Äh, diesmal in dieser Folge ist der Magenbitter ein Cori Bitter. Und es ist eine Anspielung auf den Produzent der, der TV-Folgen, Manfred Koritowski. Hervorragend, Thomas, ganz richtig geantwortet. Sehr schön. Wurzel der Bar. Ja dann, ähm, dann bleibt mir nichts mehr anderes zu tun, als mir auch ganz herzlich äh, zu verabschieden von unseren lieben Hörerinnen und Hörern. Bleibt uns bitte gewogen ähm, bis zur nächsten Podcast-Folge in 14 Tagen. Was ist die Olli? Hast das du das im, im Kopf? Äh. Äh, 12a. Ah, im Zoo. Sehr gut. <laughs> im Zoo ah, ja. Super, ja. hört ja, da einfach wieder rein. Ja, und bis dahin und zum Abschluss, so wie ihr das gewohnt seid, auch diesmal die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. nicht mit den Knädelschirsen. Zum Essen sind's